Karina, Anna und Karin. Sie haben erlebt, was fast jede siebte Frau in Deutschland erfährt: sexualisierte Gewalt. Der Missbrauch hat angefangen, so die ersten Male, seit ich 6 war. Irgendwann war es halt für mich der Alltag, so wie halt andere von der Schule heimkommen, ihre Hausaufgaben machen und dann spielen gehen. Ich bin davon aufgewacht, wie mein Kollege mich halt überall angefasst hat und letztendlich vergewaltigt hat. 3 Frauen, die den Mut haben, aus der Dunkelheit ins Licht zu treten, offen über ihre Missbrauchserfahrungen zu sprechen. Kennengelernt haben wir sie letztes Jahr bei dem großen Stern-TV-Projekt Licht an. 23 Frauen, die jüngste 20, die älteste 70 Jahre alt. Gemeinsam brechen sie das Schweigen. Wer von euch ist schon mal Opfer von sexualisierter Gewalt geworden? Ein gemeinsames Bekenntnis, das bei den Zuschauern große Wellen schlägt. Das zeigt mir halt einfach, dass das so richtig und wichtig war, dass wir das gemacht haben. Deshalb möchten Karina, Karin und Anna uns jetzt ausführlich ihre Geschichten erzählen, persönliche Einblicke geben in die dunkelste Zeit ihres Lebens. Karina, verheiratet, zweifache Mutter. Die 32-Jährige wurde als Kind von ihrem Großvater missbraucht. Alles fing an, als sie so alt war wie ihr ältester Sohn heute. Warum liegt die denn da? Also ich erinnere mich so die ersten Male, seit ich 6 war, in der ersten Klasse. Ich war ja ein Mädchen zwischen 2 Jungs. Die Jungs hatten ein eigenes Zimmer und ich hatte ein eigenes Zimmer. Und beim Hausaufgaben machen, wenn ich am Schreibtisch saß, dann griff er mir so von oben ins T-Shirt rein oder in die Hose. Diese Situationen habe es fast täglich gegeben, sagt sie. Denn der Großvater ist damals häufig bei der Familie und spielt mit den Kindern. Karina empfindet den Missbrauch als selbstverständlich. Ich saß auch immer in der Klasse, das weiß ich auch noch, und habe mich so umgeschaut und habe gedacht, die machen das alle. Der Opa macht das bestimmt auch so mit ihr und der macht das bestimmt auch mit ihr und so, ne? Also für mich war es lange normal. Normal, aber trotzdem unangenehm und schmerzhaft. Karina erinnert sich, ihren Großvater gefragt zu haben, warum er das macht. Das war eine Situation, ich habe ihn richtig angeschrien und gefragt, warum machst du das eigentlich mit mir? Und er sagte zu mir ganz ruhig, ja, ich kann ja nichts dazu, wenn du so hübsch bist. Also, er hat mir die Schuld dafür gegeben. Als Teenager beginnt Karina zu hinterfragen, was mit ihr passiert. Sie wehrt sich, schreit den Großvater an, klaut ihm Geld. Doch der Missbrauch geht weiter. Allerdings mit einer optisch veränderten Karina. Ich habe mir die Haare abgeschnitten, weil ich dann dachte, ich sehe dann auf jeden Fall nicht mehr so fraulich aus vielleicht. Und ich bin dann für ihn nicht mehr so attraktiv. Ne? Nicht mehr so schön, wie er mich findet. Ja. Karina fühlt sich leer, innerlich zerbrochen, nicht wahrgenommen. Ich habe in mein Bettholz gebissen, ich habe mit dem Kopf immer so gegen den Kleiderschrank geballert und mit einer Schere irgendwie ab und zu mal versucht, hier so reinzudrücken. Kochendes Wasser habe ich mir über die Hände laufen lassen. Also ich musste mich irgendwie spüren. Karina und Paula kennen sich seit dem Kindergarten. Doch erst Ende 2019 erzählt Karina ihrer Freundin, warum sie damals Verabredungen abgesagt hat, ihr Abitur abgebrochen und später auch ihre Ausbildung. Erst als ich abends im Bett lag und über das, was wir gesprochen haben, nachgedacht habe, ist es mir bewusst geworden, in was für Parallelwelten wir eigentlich all die Jahre gelebt haben. Weil natürlich haben sich bei mir im Kopf sofort Fragen
aufgetan, ob wir es hätten merken können als Freundin, die ja wirklich den Großteil der Zeit in der Schule mit ihr verbracht haben. Hätten wir irgendwie zur Seite stehen können. Carina ist froh, sich ihren Freundinnen endlich anvertraut zu haben. Das ist für mich pure Erleichterung. Ich habe das Gefühl, jetzt kann ich ehrlich sagen, wenn es mir nicht gut geht. Ich habe nicht mehr so dieses Päckchen nur mit mir und meiner Familie zu tragen, sondern kann das irgendwie mehr verteilen. Anders als Paula wissen Carinas Eltern schon viele Jahre Bescheid. Als Carina 17 ist, ruft eine Lehrerin wegen häufiger Fehlzeiten in der Schule bei ihr zu Hause an. Dann hat meine Mutter mich irgendwann gefragt, was denn los ist mit mir überhaupt. Und dann habe ich gesagt, dass ich irgendwie ein Buch gelesen habe und dabei festgestellt habe, dass ich mich überhaupt nicht selber liebe. Und dann bin ich zusammengebrochen und habe alles erzählt, habe einfach nur gesagt, ja, das passiert immer noch. Meine Mutter ist aus dem Raum gerannt, schreiend und weint. Mein Papa hat sich neben mich gesetzt und mich getröstet. Der Kontakt zum Großvater bricht ab. Mit 20 erstattet Carina Anzeige. Ihr Peiniger wird zu einer Haftstrafe von 2 Jahren auf Bewährung und 2.000 Euro Schmerzensgeld verurteilt. Ehemann Jens hat den Prozess miterlebt. Die Missbrauchserlebnisse stellen das Paar bis heute vor große Herausforderungen. Ich halte ihm immer den Spiegel vor, was er alles falsch macht, in meinen Augen. Als dass ich ihm eben auch mal wirklich sage und zeige, was er alles richtig macht. Ne? Und dass ich dankbar bin dafür, dass er immer da ist und immer so hinter mir steht. Carina kann ihr Glück manchmal nur schwer ertragen und provoziert grundlos Streit. Ihr Mann hat mit den Jahren gelernt, damit umzugehen. Die Person, die das erlebt hat, die kann da nichts für. Und wenn man dann als Partner mit so einer Person zusammenlebt, dann bekommt man dieses Verhalten von der Person zwar mit, aber unterm Strich muss man halt sich auch immer irgendwie vor Augen führen, sie kann da nichts für. Ich würde gerne sagen, jetzt guck mal, was du hier für einen Scheiß machst. Ne? Aber ich weiß halt, wo es herkommt. Und das macht einen so ohnmächtig, das macht einen so hilflos. Das ist ein großer Klotz, den man so mitträgt. Ich bin einfach in dem Moment so wütend darüber, dass es einfach immer noch so mein Leben beeinflusst, ne? Negativ dann in dem Moment. Je mehr sie zweifelt, desto stärker werde ich, um ihr zu sagen, das ist okay. Die beiden halten zusammen. Carina hat mehrere Therapien hinter sich, studiert heute soziale Arbeit. Langsam schafft es die junge Mutter, stolz auf sich und ihr Leben zu sein. Es ist nicht leicht und es gibt auch immer wieder Rückschläge, aber kämpfen lohnt sich. Anderen Betroffenen Mut machen. Das will Carina gemeinsam mit diesen Frauen, die letztes Jahr für unser Stern-TV-Projekt aus ganz Deutschland angereist sind, um uns ihre Geschichten zu erzählen. Mich wurde von meinem Vater sexuell missbraucht. Ich war 9 Jahre alt, als es losging. Ich wurde vor 7,5 Jahren beim Weggehen unter dem Einfluss von K.O.-Tropfen vergewaltigt. Für unsere Befragung stellen sich die 23 Frauen auf ihren Platz. Die Fenster werden abgedunkelt. Es wird still im Saal. Die letzten Vorbereitungen. Als erstes fragen wir die Frauen nach dem eigenen Erleben der Tat. Wer zustimmt, soll die Lampe anknipsen. Fühlte sich die Tat für euch wie Normalität oder Alltag an? Wie etwas, das eben einfach dazugehört und einfach passiert? 14 Lampen gehen an. Für die Frauen eine bewegende Situation. Für mich war das ein schönes Gefühl, weil ich das Gefühl hatte, dass ich eben nicht alleine war, dass es vielen Menschen so ging. Viele halt praktisch das Licht angemacht haben. War schon sehr bewegend für mich. Es ist ja das erste Mal für mich, dass ich überhaupt eine Frau kennenlerne, der dasselbe passiert ist wie mir.
Und das war schon sehr emotional für mich. Hast du lange über die Taten geschwiegen, aus Angst, man würde dir nicht glauben? Jemandem davon zu erzählen oder gar Anzeige zu erstatten, das war für viele Frauen lange nicht denkbar. Ich war komplett erstmal eingeschüchtert. Ich hatte unwahrscheinlich Angst. Hab dann halt auch gedacht, ich bin selbst schuld. Ich dachte, wenn ich was sage, dann zerstöre ich damit etwas. Dabei rückblickend betrachtet bin ich ja als Betroffene nicht die Zerstörerin, sondern derjenige, der mir was angetan hatte. Ich würde sagen, es gibt wenig Anlaufstellen, beziehungsweise gar keine. Oder noch schlimmer, man weiß halt wirklich nicht, was man machen soll, wo man hingehen kann. Probleme im Beziehungsleben als Folge der Tat. Fast alle kennen dieses Gefühl, auch wenn es sich sehr unterschiedlich äußert. Allein aus dem Grund, dass ich nicht mit den Jungen schlafen wollte oder nicht so schnell schlafen wollte, sind halt viele Beziehungen dann halt auch zerbrochen. Ich habe mich aber nur über die Schiene der Sexualität geliebt gefühlt. Ansonsten hatte ich immer das Gefühl, Mama, dich mag eh keiner. Ich bin jetzt seit 6 Jahren in einer gut funktionierenden Beziehung, aber mit mir ist es zum Beispiel nicht möglich, eine Beziehung zu haben. Das geht bei mir nicht. Ich lerne heute erst weich zu sein oder überhaupt weiblich Frau zu sein. Also auch diesen Unterschied habe ich früher nicht bewusst gekannt. Also ich kann sehr sexy sein, das hat aber nichts mit Weiblichkeit zu tun an der Stelle. Und ich spüre heute, wie viel mir genommen wurde, eben ganz normal Frau zu sein. Habt ihr eurem Täter vergeben? Vergebung. Geht das? Und wer will das überhaupt? Ich habe dem Täter verziehen und habe damit meinen Seelenfrieden geschaffen. Es war nicht leicht, aber ich lebe heute dadurch leichter. Ich habe mich das auch schon oft gefragt, kannst du verzeihen? Aber nein, das kann ich nicht verzeihen. Ich habe dem Täter vergeben, aus dem Grund, weil ich der Meinung bin, dass ich Vergebung für mich tue und für meinen Frieden und nicht, weil der Täter um Vergebung gebeten hat. Auch sie hatte den Mut, an unserem Projekt teilzunehmen, die 31-jährige Anna aus Viersen. Ich bin so seit dem Dreh bin ich so getragen von so einer positiven Welle. Das ist richtig schön. Einige Leute haben mir erzählt, dass sie selber auch betroffen sind. Das zeigt mir halt einfach, dass das so richtig und wichtig war, dass wir das gemacht haben. Der Tag, der für sie alles veränderte, ist jetzt einige Jahre her. Die Sozialpädagogin ist damals Anfang 20 und mit ein paar Kollegen beruflich unterwegs. Die Gruppe übernachtet auf einem Gelände im Wald. Wir saßen abends noch mit den Kollegen eine Weile zusammen und sind dann irgendwann schlafen gegangen. Und ich bin dann davon aufgewacht, wie mein Kollege mich halt überall angefasst hat und letztendlich vergewaltigt hat. Ich konnte gar nicht verstehen, was passiert. Mein Kopf hat die ganze Zeit geschrien und hat gesagt, Anna, wehr dich, guck, dass du da wegkommst und tritt den, versuch da rauszukommen. Aber es gab überhaupt keine Verbindung mehr zwischen meinem Kopf und meinem Körper. Also mein Körper hat absolut nicht gehorcht. Der war einfach nur total geschockt und gelähmt und ich konnte nichts machen, außer alles über mich zu ergehen zu lassen. Am nächsten Morgen reist der Kollege ab. Anna tut so, als wäre nichts gewesen, bereitet das Frühstück vor. Sie kann verstehen, warum viele Frauen nicht direkt zur Polizei gehen. Bei so einer Straftat wird die körperliche Grenze und die psychische Grenze so massiv überschritten, so zertrampelt. Ich wollte einfach nur für mich alleine sein, ne? Also irgendwie, ich wollte dieses Gefühl haben, dass ich meinen Schutzwall wieder hochziehen kann. Zunächst arbeitet sie mit dem Kollegen weiter zusammen. Doch irgendwann geht es nicht mehr. Sie wendet sich an die Geschäftsführung. Die waren richtig sauer, dass ich den Täter beschuldige. Und die konnten sich das nicht vorstellen, dass das so passiert ist. Und haben mich als Lügnerin bezeichnet. Und das war richtig schlimm. Also es hat sich auch lange hingezogen. Anna ist verunsichert, verängstigt. Die Beziehung mit ihrem heutigen Ehemann droht damals zu zerbrechen.
Ich habe mich danach so eklig gefühlt und so wertlos. Ich habe mich total schuldig gefühlt, so als wäre das so eine Art Fremdgehen gewesen, was es ja definitiv nicht war. Ich konnte teilweise nicht mal alleine mit ihm in einem Raum sein. Also allein die Tatsache, dass er ein Mann war, obwohl es der Mann ist, den ich immer über alles geliebt habe, habe ich seine Nähe nicht ertragen können. Anna versucht, alles mit sich selbst auszumachen. Sie erinnert sich an ihre Angst davor, einzuschlafen und so die Kontrolle zu verlieren. Ich war nächtelang wach, stand hier am Fenster, habe in den Garten geguckt oder saß im Garten und habe eine Zigarette nach der anderen geraucht. Als sie sich schließlich doch ihrem Mann und einer Freundin anvertraut, bekommt sie viel Unterstützung. Etwa ein Jahr nach der Tat fährt Anna zur Polizei und erstattet Anzeige. Sie will sich wehren und verhindern, dass es weitere Opfer gibt. Der Kriminalkommissar ist freundlich und nimmt Anna ernst. Ich musste alles bis ins kleinste Detail erzählen, wie es passiert ist, von der Tat, jede Kleinigkeit. Und ich habe aber gemerkt, ich wollte gar nicht aufhören zu reden. Also ich wollte reden, reden, reden. Das war so befreit, es war endlich ausgesprochen. Doch vor Gericht wird alles schlimmer, als Anna erwartet hat. Sie fühlt sich wie die Angeklagte, meint beweisen zu müssen, dass ihre Anschuldigungen auch stimmen. Der gegnerische Anwalt, der war sehr bissig. Der hat Fragen gestellt zu meiner Beziehung, zu meinem Verhältnis zum Täter, was ich an dem Tag für Unterwäsche getragen habe, ob der Täter mich beim Umziehen beobachten konnte. Die haben alles ausgegraben und haben versucht, mich als psychisch labil darzustellen. Und der Täter, der saß da zurückgelehnt und hat meine Aussage dann mit so einem verächtlichen oder so kommentiert. Also es war wirklich abartig. Der Täter wird wegen sexuellen Missbrauchs widerstandsunfähiger zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und 10 Monaten verurteilt. Nach einem Berufungsverfahren sei er dann aber mangels Beweisen freigesprochen worden. Trotzdem ist Anna froh, Anzeige erstattet zu haben. Mir war wichtig, dass ich nicht nur überlebe, sondern dass ich auch lebe, wenn ich mich fürs Leben entscheide. Und das war auch so eine Reaktion, dass ich mir gesagt habe, ich lasse mir von ihm nicht meine ganze Zukunft ruinieren. Anna möchte anderen Frauen Mut machen. Heute ist sie stolze Mutter von 2 Kindern. Der durch die Tat ausgelöste Selbsthass wird allmählich zur Selbstachtung. Diese Fotos entstehen bei einem Shooting kurz vor unserem Dreh. Ich dachte mir auf den Fotos, okay, krass, das ist irgendwie schön. Es ist nicht immer leicht, aber grundsätzlich kann ich stolz auf mich sein. Ich kann mich mittlerweile zumindest gut akzeptieren, so wie ich bin. Sich selbst akzeptieren, stolz auf sich sein, anderen Betroffenen Mut machen. Das ist der Grund, warum Sie alle hier stehen. Ich spreche nicht für mich, ich spreche für die, die vielleicht immer noch schweigen oder sich immer noch die Schuld geben. Sexualisierte Gewalt im Allgemeinen ist ja einfach noch immer ein Tabuthema, obwohl es so viele Frauen, Mädchen da draußen betrifft und so viele darunter und auch Männer darunter leiden. Und deshalb ist es umso wichtiger, sich zu zeigen und zu sagen, ja, du bist nicht alleine damit. Seid ihr heute glückliche Menschen oder auf dem Weg dahin? Ich habe über lange Jahre eben diese Geschichte aufgearbeitet, indem ich hingesehen habe. Ich habe sie vom Hinterkopf nach vorne geholt. Und ich glaube, wenn sie dann vorne ist, dann erst kann man sie auch ausspucken. Zu sagen, okay, ich schaue jetzt wirklich dahin und nicht die Augen wieder zu verschließen, sondern zu sagen, wow, was ist hier passiert? Ich versuche einfach damit zu leben. Weil ich möchte einfach auch zu Lebzeiten noch meinen inneren Frieden finden. Den inneren Frieden finden. Wie gelingt das, wenn der Missbrauch von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter andauert? Bei Karin aus Bayern endete er erst vor 8 Jahren, da war sie 38. Karins Kindheit war geprägt von dem Gefühl der Einsamkeit.
Ihr Vater stirbt, als sie 7 ist. Ihre Mutter ist überfordert. Karin auf sich allein gestellt. Mit 9 Jahren lernt sie im Schwimmbad den Mann kennen, der ihr erster Täter wird, ihren zukünftigen Stiefvater. Also es gab so eine Schnur zwischen dem Schwimmerbereich und dem Nichtschwimmerbereich, so ein Seil. Und ich saß da drauf und er hat dieses Seil eben so nach oben. Und ich bin dann eben durch die Luft geflogen ins Wasser rein und das hat mir eben Spaß gemacht. Und das ist natürlich leicht bei einem Kind, das eigentlich seinen Vater verloren hat, das auf sich alleine gestellt ist. Das ist natürlich relativ leicht, Vertrauen aufzubauen. Karin stellt ihm ihre Mutter vor. 3 Monate später zieht er bei ihnen ein. Schnell wird klar, worum es ihm wirklich geht. Ich glaube auch, dass er nie Interesse an erwachsenen Frauen hatte, sondern sein ganzes Augenmerk lag immer auf Kinder. Denn Karins Stiefvater saß schon zuvor wegen Kindesmissbrauchs in Haft. Das verbreitet sich auch gerüchteweise bei einigen in der Gegend. Karin nimmt uns mit zu ihrem alten Zuhause. Hier, in dieser Nachbarschaft, fing der Missbrauch an, oft mehrmals täglich. Doch niemand schaute richtig hin. Ich habe das erst später erfahren, dass eben viele das gewusst haben. Und ich meine, man sieht es, es ist eine relativ kleine Stadt. Da bleibt eben sowas, glaube ich, auch nicht verborgen. Und eben heute im Nachgang macht mich es eben extrem wütend, dass andere Mütter gesagt haben, ihr dürft mit der Karin spielen, aber ihr bleibt draußen im Hof, ihr geht nicht mit hoch in die Wohnung. Das tut weh. Mit 13 vertraut sich Karin einem Freund ihres Stiefvaters an. Doch ausgerechnet er habe ihr Vertrauen ausgenutzt, sagt sie, und sei zu ihrem zweiten Täter geworden. Er hat dann auch immer gesagt, wenn du mich nicht liebst, dann hat für mich das Leben keinen Sinn mehr, dann kann ich mich auch gleich umbringen. Und ich wusste aber, er hat 2 Kinder, ich wollte das auch den Kindern nicht antun. Ich wollte auch nicht, dass jemand, also ich hätte mir die Schuld gegeben an seinem Tod. 1997 wird ihr Stiefvater wegen sexuellen Missbrauchs von 6 Kindern zu 3,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Karin versucht, sich von ihrer Vergangenheit zu lösen. Mit 23 heiratet sie ihren heutigen Mann, bekommt 4 Kinder. Doch immer wieder meldet sich ihr zweiter Peiniger. Er zwingt weitere Treffen, erzählt sie uns. Ich sage heute immer, es war für mich wie in 2 Welten leben. Ich war auf der einen Seite die Ehefrau, die Mutter, die für ihre Kinder eingestanden ist. Und wenn er angerufen hat, war ich in der Situation immer wieder Kind. Ich habe es nicht hinterfragt. Ich habe einfach nur funktioniert und eigentlich für den Tag gelebt, an dem ihm irgendetwas zustößt, damit er aus meinem Leben verschwindet. Weil ich selber die Kraft nicht gehabt hätte, das Ganze zu beenden. Ihr Ehemann ahnt über 20 Jahre nichts. Peter kennt den Mann nur als alten Freund aus Karins Kindheit, der sonntags manchmal zum Kaffeetrinken vorbeikommt. Erst vor 8 Jahren traut sich Karin, ihrem Mann davon zu berichten. Ich war natürlich ganz am Anfang brutalst schockiert, aber niemals in die Richtung, dass ich ihr irgendwelche Schuld geben wollte. Für mich war am schlimmsten die Tatsache, dass sie es so lange verschwiegen hat, weil wenn sie das früher hätte sagen können, ich weiß es, sie nennt ganz bewusst das Wort können in den Mund, dann hätte ich ihr auch helfen können. Und das belastet mich oder hat mich damals extrem belastet, dass sie nicht dieses Vertrauen gefunden hat, mir davon zu erzählen. Wir haben viel auch gestritten in der Zeit und wir hatten viele Auseinandersetzungen und ja, wir sind aber letztendlich dann als Paar auch irgendwo wieder, wir haben wieder zueinander gefunden und sind daran gewachsen und vielleicht auch stärker geworden. Dass er mich geheiratet hat oder dass er mich liebt, das war für mich eben wie so ein 6er im Lotto. Seit 4 Jahren geht Karin in Schulen, um von ihrer Geschichte zu erzählen. Am Anfang schämt sie sich dafür, anderen zu sagen, wie lange ihr Missbrauch angedauert hat. Da hatte ich am Anfang wirklich Angst davor. Aber seltsamerweise haben die Kinder diesen Zusammenhang sofort verstanden. Und die sind auch die, die sagen,
boah, was war das für ein Schwein und du hättest gar keine andere Chance gehabt. Und das war für mich, glaube ich, echt so ein Stück weit die größte Therapie, die ich haben konnte, von Kindern oder von Jugendlichen zu hören, das ist nicht deine Schuld, du hättest nicht anders handeln können. Ja, das ist also wirklich unbezahlbar. Durch den Mut von Karin und den anderen 22 Frauen entsteht der Hashtag Licht an. Gemeinsam haben sie es geschafft. In ein immens großes Dunkelfeld. Ein wenig Licht zu bringen.